Hi Leute, Emir hier. Wir befinden uns gerade hier im Trainingslager in der Südpfalz im Hotel Krone. Und ich dachte mal, ich nehme euch mit und zeige euch das ganze Hotelanwesen, wo wir essen, wo wir wohnen und wo wir uns massieren lassen. Also kommt mal mit und sind gerade in der exklusiven Terrasse von uns hier. Fürs Hotel brauchen wir natürlich die Maske und die werden wir jetzt aufsetzen. Bis gleich. Wir befinden uns gerade hier im Essensraum. Wir sind in einzelne Tische unterteilt, in Trainerteam zwei und alle anderen restlichen Spieler. Ist natürlich bunt durchgemischt, damit wir uns alle mal näher kennenlernen und auch nahe kommen. Und ja, nach anstrengendem Training sind wir hier am liebsten, denke ich mal. Hier befinden wir uns im wunderschönen Buffetsaal. Also Essen ist hier exzellent, muss man sagen. Es gibt von allem ein bisschen. Ich denke, dass jeder einzelne Essensliebhaber hier gut aufgehoben ist. Und ja, ich führe euch weiter. Hier ist noch der Gym. Ich denke, den werden wir jetzt nicht so viel benutzen, da wir unsere Geräte alle schon am Platz haben und auch unser eigenes Programm. Aber ich denke mal, vielleicht am Abend zur Abwechslung, wer Privateinheiten machen will, ist ja auch gut aufgehoben. Hi Benny Golla, was gibt's? Hi. Unser neuer Spieler hier. Hier ist allgemein einfach der Kit-Umzugsraum. Wir haben alle Sachen, sind hier nummeriert über eigene Socken, Unterziehhosen. Hier natürlich alle Trainingsutensilien in den einzelnen Größen. Ich denke, man kann hier nicht so viel falsch machen und für uns wird alles perfekt bereitgestellt. Hier sind unsere fleißigen Physios, die jetzt gerade nicht arbeiten. Aber ich denke, das hängt auch damit zusammen, dass wir jetzt in 10 Minuten Essen haben. Aber ich bin mir sicher, dass sie davor die Jungs fleißig durchgeknetet haben und bereit sind fürs Nachmittagstraining. Ich stehe gerade vor meinem Zimmer und wir besuchen Zimmerkollege Matthias Honsack. Honsi! Na bitte! Rudi! Es geht! Alles gut. Bist bereit? Wie findest du mich als Zimmerkollegen und? Schnarchen tut er wie eine Kuh, aber. Ey, ich schnarche nicht, gar nicht. Nein, nein. Alles okay. Ich bin sehr zufrieden, hochzufrieden. Sowas hört man gerne. Ich hoffe, euch hat der kleine Einblick in unseren Alltag gefallen. Ich denke, es ist wirklich ein schönes Hotel, kann gut entspannen und wir sind sehr, sehr gut versorgt. Deswegen sage ich auch danke, tschüss und ihr auf Wiedersehen. Gell?